Wenn du noch nie Essig und Nelken gemischt hast, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Denn dieser Trick ist Gold wert und löst ein Problem, welches dich schon lange nervt. Was deine Fenster damit zu tun haben und wie genau du vorgehen musst, erzähle ich dir jetzt. Es gibt dafür tatsächlich zwei Möglichkeiten. Für die erste brauchen wir ein wenig Alkohol. Ich nehme jetzt hier Wodka. Kippe 150 ml davon in eine Sprühflasche. Jetzt brauchen wir die gleiche Menge Wasser. Also nochmal 150 ml Wasser hinterher. Jetzt kommen schon die Nelken ins Spiel. Nimm hier von ungefähr 2 Esslöffel voll. Gebe sie jetzt ebenfalls mit in die Sprühflasche. Im nächsten Schritt machen wir den Sprühkopf wieder drauf und lassen das Ganze erstmal 3 Tage stehen. Schüttel es ein wenig durch und auch vor jedem Verwenden solltest du es immer einmal durchschütteln. Doch bevor ich dir jetzt zeige, warum du deine Fenster damit einsprühen solltest und was es dir bringt, zeige ich dir noch die zweite Möglichkeit. Dafür brauchst du ein ätherisches Öl, am besten Pfefferminz, Lavendel oder Teebaumöl. Außerdem grobkörniges Salz. Gib hier eine kleine Menge von in eine solche Schale. Hier kommt auch wieder ein wenig Wodka mit rein, aber nur eine ganz kleine Menge. Dazu noch einige Tropfen eines der Öle, die ich dir eben genannt habe. Mische jetzt alles gut mit einem Löffel durch. Wenn es ordentlich verrührt wurde, dann brauchen wir auch hier wieder ein paar Nelken. Nimm jetzt eine kleine Menge davon und streue sie einfach oben drauf. Schon ist diese Schale fertig. Und diese kannst du jetzt ebenfalls an deinen Fenstern anwenden, aber auch irgendwo in deine Wohnung stellen. Du musst sie einfach nur hinstellen und sie macht hier ihre Arbeit. Was genau, zeige ich dir gleich. Jetzt kommen wir wieder zu den Fenstern. Öffne also deine Fenster und sprühe mit der vorher vorgefertigten Mischung die Fensterrahmen ein. Eine kleine Menge reicht bereits aus. Du solltest es nicht abwischen, sondern einfach trocknen lassen. Doch was bringen diese beiden Sachen jetzt überhaupt? Die Inhaltsstoffe können dafür sorgen, dass Mücken fernbleiben. Dadurch, dass du deine Fensterrahmen damit einsprühst, kommen die Mücken gar nicht erst in deine Wohnung. Wusstest du übrigens, dass du deinen Backofen mit etwas Alufolie unglaublich schnell und einfach reinigen kannst? Wie das geht, erzähle ich dir in dem Video, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke drauf und schau es dir direkt an.